Schemeyer, Paterwald, Beziehungscoach. Findest meine Kurse auf liebeschipp.de. Ich glaube, jetzt geht auch der Resilienzkurs los. In 2-3 Tagen gibt es noch zum Frühbucherpreis. Ansonsten alles rund um alle möglichen Dating, Liebes, Bindungsangst, Lustangst und so weiter. Wenn du mal in die Tiefe gehen willst, guck mal ein neues Buch. Neue Dimension der Liebe. Und ja, heute haben wir eine, so muss ich mal sagen, eine Triggerwarnung. Eine Mail echt von einer schlimmen, toxischen Beziehung. Schließt so ein bisschen an das Thema mit, also so energetisch, jetzt nicht direkt vom Ablauf, mit der Amber Heard, Johnny Depp Geschichte, die ich da gemacht habe, auch vor ein paar Tagen. Ist echt heftig. Aber zeigt so ein bisschen, wie schlimm so diese Liebessucht sein kann und was alles passieren kann auch. Also toxische Beziehungen sind echt richtig gefährlich. Können, also nicht immer natürlich und oft nicht, aber können richtig gefährlich sein. Hallo Christian, nachdem ich nur eine deiner Videos gesehen habe und mich dabei auch schon viele gute Geschichten rausziehen konnte, habe ich mich entschieden, dir auch meine Geschichte zu schreiben. Ich hoffe auf eine Antwort. Gut, irgendwelche Jahreszahlen, das haben wir alle weg. Also mehrjährige toxische On-Off-Beziehung. Er ist ein Narzisst, weiß ich jetzt nicht, steht hier. Leider habe ich das erst nach Beendigung meiner Beziehung kennengelernt, sonst hätte ich dieses System vielleicht schon früher durchschaut. Jedenfalls ging es schon gar nicht gut los. Nachdem wir uns kennengelernt hatten, fühle ich mich total angenommen. Ja, das ist ja immer die Sektenphase, wie ich mittlerweile auch gerne sage, ne? Also Lovebombing-Phase. Und aufgehoben. Ich habe mich sofort wohlgefühlt bei ihm. Wir haben uns die erste Woche jede Nacht getroffen, die Tage zusammen verbracht und geküsst. Und es kam auch zu Intimitäten. Ja, hier haben wir ja so diese, letztlich so einen Fantasiemodus, ne? Das ist genau der richtige. Warum und wieso man sich da so gut mitfühlt, seht es mir nach, dass ich das nicht wieder, habe ich auch schon in Videos besprochen, aber sonst guckt einfach mal in die Kurse rein. Modul 1. So. Nach der ersten Woche hat er sich nun komplett zurückgezogen und mit fadenscheinigen Ausreden behauptet, er habe viel um die Ohren und keine Zeit. Das ist eine fucking Red Flag, ne? Muss man gar nicht drüber reden. Mangelnde Kontinuität beim Dating kann man gleich nochmal löschen. Ja. So, danach war 2 Monate Funkstille, bis er sich wieder gemeldet hatte und gefragt hatte, ob ich noch Interesse habe an ihm. Ja, war das Notizbuch gerade leer, das schwarze, mit den vielen Telefonnummern drin? Naja, vermute ich mal, ich weiß natürlich nicht, ne? Keine Ahnung. So, hatte ich. Dann ging es weiter mit Annäherung. Er sagte dann bald, er hat mich total lieb. Zu diesem, ja gut, Worte brauche ich eigentlich gar nicht mehr vorlesen, Worte zählen. In unserer Gesellschaft völligen Scheiß. Zählt einfach gar nichts. Also, müsst ihr auch gar nicht aufschreiben, ist einfach total unwichtig. Zu diesem Zeitpunkt wollte er auch nicht bei mir übernachten. Die nächste extreme Red Flags. Ja. Also, wenn du nicht bei ihm schlafen darfst oder er nicht bei dir schlafen will, hat immer Gründe. Welche, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber naja. Und vor allen Dingen, wenn man nicht zu seinem Date darf, was macht er da? Ja, liegen da noch, ist er mit jemandem verheiratet, ist er mit einer anderen Frau zusammen? Kann ich auch nochmal verlinken. Guckt euch mal den tollen Podcast an, den beste Freunde mit mir gemacht haben. Kann ich auch nochmal drunter packen. Was für eine unglaubliche Geschichte da ist, wo da sogar drüber gelogen wurde, dass die Mutter tot ist und ich weiß nicht, also. Und die Wohnung nicht sehen dürfen, würde ich drauf bestehen, ne? Er wollte es angeblich langsam angehen lassen, ich sei zu schnell. Ja gut, vielleicht hat er auch einfach nur zu viel Dates an einem Tag. Also, ihr kennt die Leute nicht, ne? Ja. Aber warum, seit wann ist es ein Mann zu schnell, der wirklich in einem verliebt ist, ne? Das kommt einfach nicht vor, ne? Hat aber immer das Gefühl, dass er mich einfach hinhalten will und eventuell noch andere abcheckt. Ja. Als ich ihn ertappte, dass er tatsächlich noch mit einer anderen Frau schreibt und sie daten wollte, na Gott, hier haben wir es noch, sagte ich ihm, dass ich da raus bin und das hier beende. Ja, und bis hierhin, wenn du das gemacht hättest, wäre, ich meine, soll man sagen, es ist, ich verstehe es komplett, dass man da reinrutscht. Ich sage jetzt nur mal für die Zukunft oder für andere Zuhörer, das ist einfach der Punkt, wo man rausgehen sollte. Und dann bis dahin hat man auch nichts falsch gemacht, wirklich, ne? Oder beziehungsweise sagen wir mal so, ist nicht viel passiert, ne?
Nach ein paar Tagen Funkstille stand er bei mir vor der Tür. Ja, das ist, ich finde es total respektlos, sage ich ganz ehrlich. Das ist, er scheißt drauf, was du sagst. Du sagst, du beendest das, er steht bei dir vor der Tür. Hört sich so harmlos an, ist aber eine Grenzüberschreitung, ne? Und entschuldigte sich wort- und tränenreich und sagte, er wüsste, dass er jetzt nur mich wolle und ich soll ihm eine Chance geben. Ja, nochmal, Worte. Ihr könnt, also ihr braucht wirklich eigentlich gar nicht auf. In einer funktionierenden Beziehung sind Worte was Schönes. So hier, das könnt ihr gleich sagen, brauchst gar nicht sagen, interessiert mich nicht, ich will Taten sehen. Ist alles nur Laber, 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 ne? Es war ja auch diese Sache mit, können wir mal einen kleinen. Ah, nee, da mache ich nochmal extra Video zu. Lassen wir das mal. So. Im Laufe der Beziehung ging es seitdem auf und ab. Er blieb nun auch oft über Nacht, allerdings nie länger als 2 Nächte. Dann musste er immer nach Hause Wäsche waschen oder sowas. Alles spielt sich nur bei mir ab. Ich durfte nach wie vor nicht zu ihm nach Hause. Es lief eh alles nur nach seinen Vorstellungen. Ja, jetzt ist die Beziehung auf der toxischen Spur. Jetzt können wir eigentlich, kann man die Uhr nachstellen, wie es weitergeht eigentlich. Aber leider kommen wir zum Schluss noch echt gruselig. Habe ich schon gesehen. Wir sahen es nur, wenn er wollte, hatten Sex, wann er wollte. Die Abende, an denen er sich bei sich zu Hause war, schrieb er immer tausende WhatsAppen. Ich sah die eine Frau für ihn. Er wollte immer mit mir zusammen sein. Ja, warum ist er das dann nicht, ne? Ich sag ja, Worte. Wir Menschen haben, unsere Worte sind einfach so, das ist so schade, dass Worte wirklich nichts mehr wert sind. Nichts, gar nichts, ne? So im Business-Bereich ist es auch so, du musst alles, Verträge und du kannst einfach niemandem mehr irgendwas glauben und es ist, beziehungsweise du weißt nicht, wem du was glauben kannst. Natürlich gibt es Leute, denen man was glauben kann und das ist wirklich ätzend. Und je mehr man auch, das ist, finde ich auch persönlich schade, je mehr man mitmischt in irgendwelchen Sachen, umso schlimmer wird das auch, ne? Je mehr man einfach nur zu Hause hockt und weiß ich nicht, hat irgendwie so einen ganz easy Job, kriegt man es oft gar nicht so mit, ne? Aber naja, oder auch doch, wer weiß. Nach vielen Offs dasselbe, ja, wisst ihr, on-off, nicht kompatibel. Wenn ihr On-Off-Beziehungen habt, könnt ihr gleich haken. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ihr spricht ein Paartherapeut mit inzwischen 28 Jahren Berufserfahrung. Mir kann keiner mehr was erzählen, ey. Echt nicht. So, er hat seine Lektion nun gelernt. Er wollte nur mich, seine Traumfrau. Ja, oh Gott, das ist wirklich so ekelhaft, ey. Er wollte mit mir alt werden, niemals eine andere haben. Ja, warum macht das denn nicht? Ja, dann müsst ihr mal sagen, mach's doch, dann schlaf doch hier jede Nacht bei mir. Das ist einfach totaler Müll, das ist richtiger Müll, ne? Und so weiter. Jedes Mal habe ich mich einlullen lassen. Er hat auch oft für mich ohne ersichtlichen Grund einfach Schluss gemacht, nachdem wir ein tolles Wochenende hatten. Da kamen übelst boshafte WhatsApp, in denen er mich beschimpfte und beleidigte. Ja, gut, da muss ich, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen, ne? Ja. Auch das habe ich irgendwie immer entschuldigt, keine Standards und Dealbreaker definiert. Ich habe allen seinen Versprechungen und Lügen geglaubt. Es waren immer irgendwie andere Frauen im Spiel. Ja, das ist wirklich so eine richtig üble, toxische Beziehung. Aber deswegen sage ich immer, so früh raus, wie es nur geht. Wirklich, ihr täuscht euch auch nicht. Nur habe ich es ihm nie nachweisen können, er hat es nie zugegeben. Es gab auch tatsächlich Situationen, bei denen ich zu ihm gefahren bin. Ich wusste, er ist zu Hause, er nicht auf mein Klingeln reagiert hat. Ja, aber welcher normale Mensch, der sich ehrlich in einer Beziehung verhält, macht sowas, ne? Wer macht seinen Partner nicht auf an der Tür, ne? Ja, wahrscheinlich sagt dann auch sein Kumpel, du bist jetzt die mal geklingelt hat und ja. Nicht ans Telefon gegangen, diese Beziehung war demütigend und vergiftend. Ich weiß heute alles, hat aber nicht die Kraft, mich zu trennen. Letztes Jahr dann doch, ich wollte ein paar Dinge über unsere Beziehung klären, er war mal wieder zu keinem Gespräch bereit, überhaupt haben wir nie gesprochen, er hat mir immer nur vorgeworfen, ich könnte keine Ruhe geben und immer weiter stochern.
Ja, gut, das ist Schuldumkehr, Gaslighting, ne? Er war höchst aggressiv und cholerisch. Ja, und also wenn an diesem Punkt ein Mann sich schon so überhaupt nicht im Griff hat und so verbal aggressiv wird, Leute, lasst es bleiben, wirklich. Ich wurde abgewürgt mit den Worten, ich wünsche noch einen schönen Tag. Daraufhin habe ich endlich Schluss gemacht. Die nächsten Monate lief ich zur Höchstform auf, mir ging es wahnsinnig gut, war erleichtert, es endlich geschafft zu haben, habe neue Hobbys begonnen, viele Kilos abgenommen, mich gut um meine Kinder gekümmert. Sagst du mal kurz was über deine Kindheit, lass nochmal raus. Also vielleicht noch wichtig, dass du auch einen Vater hattest, der ja Gewalt benutzt hat in der Erziehung. Zurück zu meinem Ex, diese Monate der Trennung war immer präsent, warum? Also vielleicht kannst du meine Arbeit noch nicht, aber jetzt so für die Zukunft, warum? Blocken, 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 null Kontakt. Ja. Sonst gibt einem das auch so einen schrägen Ego-Push noch, ne? Und macht dann anfällig für Rückfälle, wie wir gleich sehen werden, ne? Lovebombing und immer die Bettelei um eine weitere Chance. Er hätte es nun definitiv verstanden und wollte seine letzte Chance. Ich blieb standhaft und war davon überzeugt, dass es für mich endgültig aus wäre. Hatte kurze Affäre mit einem anderen Mann. Dann im Oktober sehe ich ihn auf einmal küssen mit einer anderen Frau auf einem Profilbild. Leute, deswegen sollt ihr, ich sage ja auch nicht nur null Kontakt und null Informationen, genau aus diesen Gründen. Ich könnte wirklich Bücher schreiben, nur aus E-Mails, wo Leute genau aus dieser Situation zurückgegangen sind, weil sie irgendein Foto sie angetriggert hat. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich X-Mails, also das ist so ein Trigger und das ist deswegen, ihr müsst die Leute blocken. Blocken, bitte hört auf meine Worte, bitte, bitte macht einfach, was ich sage. Das ist ja auch jetzt, wenn ihr wirklich jemanden nicht mehr daten wollt und ihr euch nicht selber eurer liebessüchtigen inneren Stimme glaubt, die das vielleicht dann doch wieder will, gibt es auch keinen Grund, jemanden nicht zu blocken. Warum nicht? Viele sagen, das ist immer das Kinderkram, aber genau aus diesen Gründen, das ist wirklich, es gibt, seit Jahrzehnten wird das empfohlen, also in den USA zumindest immer, und die haben da ein bisschen mehr Erfahrung mit und wirklich nutzt dieses Wissen und macht es einfach, ne? Das konnte ich nun tatsächlich nicht ertragen. Ja, aber ihr habt Schluss gemacht. Er darf das, ne? Ob du es jetzt ertragen kannst oder nicht. Habe es versucht zu ignorieren, konnte ich aber nicht, zudem er mich immer noch geschrieben hat, dass er mich zurück will. Nein, er will einfach fünf gleichzeitig daten, ist doch klar, ne? Und nur ich die Liebe seines Lebens. Ach Gott, ich kann das nicht mehr lesen, Leute. Ich kann es nicht mehr lesen. Und ob er mich denn nur ärgern will. Nein, er hätte sich verliebt und so weiter und so weiter. Dann eine Nacht haben wir uns wieder geschrieben. Da sagt immer noch, er will zu mir zurück. Ja, ist klar. Mhm. Ja, dann hatten wir Indoor Olympics. Wir stritten uns, wir liebten uns. Es ist keine Liebe. Redet da nicht von Liebe. Alles auf einmal. Er sagte, er würde sofort mit ihr Schluss machen, wenn ich nur wieder zurückkommen würde. Ja, wollte es wieder mal einmal versuchen. Jemals dachte ich, wir seien wieder zusammen. Er war liebevoll, hat sich gekümmert. Ich dachte, die andere ist vom Tisch. Dann bin ich die Tage unangemeldet bei ihm vorbeigefahren. Ach, das kann man alles gar nicht mehr vorlesen, ne? Also natürlich hat sie da wieder geparkt. Ich verkürze das jetzt mal. Dann hast du ihn zur Rede gestellt. Dann hat er gesagt, sie würde ihn stalken. Haha. Und er wollte es nur beenden, selten so gelacht. Daraufhin 1000 Anrufe von ihm und so weiter und so weiter. Noch eine allerletzte Chance. Wieder nicht geblockt. Und dann alles nochmal. Es geht jetzt alles immer so weiter, so weiter. Jetzt kommen wir gleich zum entscheidenden Punkt. Dann hast du ihm erzählt, dass du was mit einem anderen Mann hattest, während der Trennung wohlgemerkt. Ja, das darf natürlich nicht. Er darf das alles, aber du natürlich nicht. Ist ja klar, so kennen wir das ja aus unseren toxischen Beziehungen. Er hat dann rausbekommen, wer dieser Mann war und Telefonterror bei ihm betrieben. Oh Gott, was für eine schreckliche Geschichte. Aber ich lese einfach mal vor, dass man auch sieht, wie schlimm das werden kann. Ne? Okay, geht immer noch so weiter. Bla, 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 bla. Da, da, immer noch. Habt ihr euch weiter gestritten? Ja, es lief alles parallel.
So, dann ist er eine neue, ist dann trotzdem mit ihm zusammengeblieben. Ja, das ist bestimmt auch mega liebessüchtig, ne? Okay, es wird, also es, ich kann das alles gar nicht vorlesen, das ist so triggernd. Gleichzeitig immer noch seine größte Liebe sein. Du hast dann noch um eine letzte Aussprache gebeten. Letzte Aussprachen sind so unfassbar gefährlich, Leute. Macht es nicht. Bitte, 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 bitte keine letzten Aussprachen. Die sind so gefährlich. Hat mir auch mal jemand, so eine Kriminologin, geschrieben. Ach, macht es nicht. Bitte, bitte, bitte. So, dann ist das komplett eskaliert. Und ich sage jetzt mal nur noch so die das große Ganze. Also es kam dann zu verbaler und auch körperlicher Gewalt, und also auch von seiner Seite, und genau, du hast ihn angezeigt, genau, richtig, richtig so, zivilrechtliches Kontaktverbot erwirkt, und Verfahren ist aber inzwischen, ja gut, so Details jetzt auch, auf jeden Fall gab es auch eine Strafe. Ich bin in Therapie und versuche alles aufzuarbeiten, versuche auch null Kontakt zu fahren, nicht versuchen, mach es. Und versuche alles, er ist überall blockiert. Allerdings wohnen wir in einer relativ kleinen Stadt. Ich arbeite ziemlich in der Nähe von ihm. Und so kommt es vor, dass er mir immer wieder begegnet. Und mit dieser Frau, mit der er mich betrogen hat, auch noch, ist er auch noch zusammen, obwohl sie weiß, was passiert ist. Ja. Ach Gott. Ständig sehe ich sie. Fina hat sich scheinbar alles zum Guten gewendet. Leute, glaubt doch nicht, dass dieses schreckliche Chaos aufhört mit der nächsten extrem pluspoligen Frau hier. Das wird, glaubt doch so ein Scheiß nicht. Bricht dir das nicht ein, ne? Er hat eine neue Frau, die blöd genug ist, all seinen Lügen zu glauben. Ja, willst du ihn ernsthaft zurücknehmen? Jemand, der körperliche Gewalt gegen dich angewendet hat, den willst du jetzt zurückhaben. Nicht ernsthaft, oder? Jetzt muss ich dir wirklich mal ein bisschen die Leviten lesen hier. Ich meine es echt nur nett mit dir, aber das sollte echt keine Rolle mehr spielen. Ich meine, ich weiß, wir können das nicht alles immer in ein Video packen, habe es ja in X-Videos erläutert, wie es in dieser, warum dieses Suchtgefühl entsteht, aber da musst du ja echt gegen angehen jetzt, ne? Hoffe, du machst die Therapie weiter. Ich sitze in meinem Scherbenhaufen, komme irgendwie nicht weiter. Es ist nun fast, ja gut, so und so lange her. Manche Tage geht es mir auch richtig gut. Und ich denke, das habe ich auch verkettet. Dann passiert wieder was wie gestern, als ich seine neue sehe, und so weiter und so weiter. Ich fühle mich so verraten und betrogen. Gut, das sind natürlich jetzt auch, ich hoffe, du hast das oder machst das auch noch in deiner Therapie, dass du das aufarbeitest, weil da wiederholt sich ja scheinbar deine eigene Geschichte, wie so häufig, dass du diese Verbindungsstücke mal siehst. Vielleicht löst das auch diese Dynamik ein bisschen. Weiß nicht, wohin mit meiner Wut. Nun kennst du meine Geschichte. Würde mich freuen, wenn du die Geschichte in einem Video aufdröseln würdest. Ja, kannst ja gerne noch mal in meine Kurse reingucken, da sind ja auch noch vielleicht Informationen drin, die du noch nicht kennst. Ansonsten mach bloß weiter die Therapie und ja, mach dir diese Shitlist und mach dir klar, dass es wirklich keinen Grund gibt, da irgendwas hinterher zu trauern oder irgendwie zu gucken, was er macht oder irgendwas. Er sollte, ich hoffe, du kannst dann so eine Trennungswut finden, wo du einfach sagst, dieser Typ ist es echt nicht wert, dass ich eine Sekunde über ihn nachdenke. Und wie gesagt, ich verstehe schon, gibt es ja auch x Fälle. Sie ist wirklich als eine Sucht. Und ich wäre mir auch nicht zu, ich kenne jetzt seine ganze Situation nicht, aber ich wäre mir auch nicht zu schade, aus einer Stadt wegzugehen. Ich habe das zumindest mal gemacht, in meinen 20ern, weil ich einfach nicht mit klar kam, und ich finde, war die richtige Lösung für mich, absolut, ne? Also kein Weg sollte zu lang sein, aus dieser Liebessucht rauszukommen, so, das ist meine Meinung dazu. Ja, hoffe, das hat dich nicht zu sehr angetriggert, und ich wünsche dir, Meldenschreiberin, wirklich nur das Beste und dass der Spuk vorbei ist. Also man kann sich da rausarbeiten, sie ist wirklich als eine Sucht. Und deswegen ist auch nur Kontakt, null Kontakt so wichtig. Ciao, ihr Lieben.